Daniela Katzenberger ist bekannt für ihre Ehrlichkeit und präsentiert sich auf ihrem Instagram-Account ganz privat. Oft zeigt sich die Blondine ungeschminkt und ohne Filter auf ihren Bildern. Genau dafür lieben sie ihre 2 Millionen Follower. Das zeigen sie auch immer wieder mit positiven Kommentaren unter Danis Bildern. Erst vor kurzem schockte sie ihre Fans mit der Ankündigung einer neuen Frisur. Daniela Katzenberger verabschiedete sich von ihren platinblonden Haaren und wählte einen natürlicheren Look mit dunklem Ansatz. Die Kultblondine entfernt sich immer mehr von ihrem damaligen Image und geht immer mehr zur Natürlichkeit über. Vor allem auf ihrem letzten Instagram-Post zeigt sie sich ganz ungeniert. Hier liegt Dani mit dem Bauch auf einer orangen Luftmatratze im Pool. Dabei sieht man sie von hinten, die Beine hat sie überkreuzt nach oben. Lachend blickt sie in die Kamera und schreibt zu dem Post: I love Orangenhaut. Damit macht die Influencerin und Mama auf ihre Dellen an Po und Oberschenkel aufmerksam und zeigt stolz ihre Zellulite. Steht dir auch gut, danke für deine Ehrlichkeit, da fühlt man sich gleich besser, kommentiert ein User unter dem Bild. Real Life, du bist so toll, sollte mehr Ehrlichkeit auf Insta geben. Dieses verlogene, gefiltert, gefakte Vorgaukeln hier von den Stars ist zum Heulen. Ohne Filter geht nichts mehr. Einfach schlimm. Leider bekommen dadurch viele junge Menschen Komplexe und kommen sich minderwertig vor. Toll, Dani, bleib so, wie du bist, lautet ein weiterer Kommentar. 2015 bekamen Daniela und ihr Mann Lukas Cordalis ihre erste Tochter Sophia Cordalis. Immer wieder teilt sie auch Fotos und Videos von Sophia auf ihrem Instagram-Account und Fans können der Kleinen beim Großwerden zusehen. Inzwischen ist Sophia 5 Jahre alt und die Familie genießt ihr Leben auf Mallorca. Vor vielen Jahren war es Danis Traum, Playboy-Hase zu werden. Sie machte sich mit dem Vox-Format Goodbye Deutschland auf den Weg nach Los Angeles. Doch anstatt für den Playboy zu posieren, wohnt die Blondine nun seit 2010 auf Mallorca, wo sie ihr Café Katzenberger eröffnete. Seitdem hat sich die Katze, wie Dani auch gerne genannt wird, ziemlich verändert. Heute lieben ihre Fans sie für ihre aufgeschlossene Art und Ehrlichkeit. Weiter so, Dani.